Hallo, ich bin Dirk and this video is also available in English. Ansonsten geht es heute um den hier. Das ist ein Pruja MK4 3D-Drucker. Den habe ich jetzt seit einigen Wochen. Ich hatte da schon länger drüber nachgedacht, mir so ein Gerät zu kaufen und war dann im August 2023 auf der Maker Fair hier in Hannover. Da war ein Stand von Pruja, da habe ich mich dann länger mit den Leuten da unterhalten, mir die Geräte angeguckt und dann ein paar Tage später tatsächlich diesen Drucker als Bausatz bestellt, zum Selbstzusammenbauen. Und mein Kollege Kevin hatte zeitgleich dieselbe Idee und da dachten wir uns, tun wir uns zusammen und bauen die Dinger gemeinsam auf. Und so konnten wir dann Ende November 2023 mit dem Zusammenbau loslegen. Und wir waren uns ja sehr sicher, 8 Stunden, sagt die Anleitung, würde der Zusammenbau dauern. Pah! Wir schaffen das in 6. Spoiler, das hat nicht geklappt. Das ist jetzt dieser Aufbau und ihr seht, hier sind schon die beiden Kartons noch außerdem noch schön zusammengebaut. Und jetzt war der erste Schritt erstmal auspacken. Ihr seht, sehr viele Kisten und Kästen und ganz viele kleine Tütchen mit kleinen Teilen. Werkzeug ist auch dabei. Und ich hatte mir noch meine kleine Plastiksortierbox mitgebracht für die ganzen Kleinteile, dass ich die halt, während ich aufbaue, da so reinlegen kann. Erster Schritt jetzt, Aufbau des grundsätzlichen Rahmens. Das ist hier dieses erste Teil. Und ihr seht, wir gucken da immer so ein bisschen nach hinten. Das liegt daran, dass da hinten an der Wand der Fernseher ist mit der Anleitung, weil eine ausgedruckte Anleitung hatten wir nicht, brauchten wir auch nicht. Auf der Webseite ist das alles prima drauf. So, hier jetzt der Rahmen mit diesen zusätzlichen Profilen, die nach vorne und hinten da reingesteckt werden. Und das schrauben wir an. Da kriegt man sehr schnell schon mal dieses Grundgerüst fertig. Die Anleitung sagt jetzt, man muss sehr aufpassen, dass dieser ganze Rahmen sich nicht ineinander verzieht. Und das war jetzt etwas, was wir dann im ersten Anlauf auch falsch gemacht oder vielmehr, wo wir nicht so richtig drauf geachtet hatten, weil durch das Anziehen der Schrauben haben sich dann diese ganzen Teile so ein bisschen ineinander verzogen. Und dann mussten wir hier nochmal nacharbeiten und ihr seht, dass ich jetzt hier sehr sorgfältig immer drauf auf die Profile drauflege, die Hand beim Festziehen, damit sich da auch nichts verzieht. Und das hat dann im zweiten Anlauf auch geklappt. Dann kommen hier noch diese kleinen Füßchen unten drunter, das sind die hier. Und so eine ganze Reihe von Kabelhaltern werden da jetzt auch gleich noch dran gebaut für die Elektrik später. Okay, nächster Punkt jetzt, das Netzteil. Das ist ein großer Kasten, der wird jetzt hier gleich auf der einen Seite dran geschraubt. Und wo man schon mal bei den großen Kästen ist, gibt es dann hier noch den zweiten Kasten. Der ist für die eigentliche Elektronik. Und diese Platine, die wird jetzt eben in diesen Kasten eingebaut, sodass dann eben diese beiden grundsätzlichen Teile auch schon mal in diesem Drucker drin sind. Da ist sie erst hier oben und jetzt gleich sieht man das nochmal hier sehr schön. Da kann man bei Kevin das schön sehen, wie hier jetzt diese Platine da schon in den Kasten eingebaut ist und da sehr viele Stecker darauf warten, dass im Laufe der Zeit die Kabel dran kommen. Okay, dann kommt hier vorne die Gegenrolle später für den Riemen, den Zahnriemen für die Y-Achse hin. Und auf die andere Seite kommt der Motor. Das ist der hier, der erste Motor, der jetzt montiert wird. Der kommt hinten in diesen Rahmen und wird dann später die Y-Achse, also sprich das Druckbett, antreiben. Kann man hier sehen, da ist der Motor schon montiert. Auch das aber jetzt erstmal einfach nur da reingebaut und noch nichts weiter mitgemacht, denn es geht weiter mit der X-Achse. Und dafür gibt es diese ersten ikonischen Pruja-Teile in diesem schicken Orange. Die drucken die ja selber auf 3D-Druckern. Und da muss jetzt erstmal einiges so an Schrauben und Gewinden rein, um diese Teile dafür fit zu machen, dass sie dann eben geeignet sind, die ersten Führungsstangen aufzunehmen. Erstmal aber hier die Lager. Das sind hier diese großen, runden Tonnen quasi. Die müssen geschmiert werden. Da sind innen drin halt so Kugellager. Und die laufen dann später auf den Achsen lang. Das sind hier die Achsen. Auf diesen Achsen müssen die Lager jetzt, auf diese Achsen werden die Lager jetzt draufgeschoben. Das passiert hier. 1, 2, 3. Und dann kommen die Achsen zwischen diese beiden Halterungen und auf diese Lager kommt jetzt bereits hier die Halterung, die wir da gerade montieren, für den Extruder später. Den Extruder gibt es jetzt noch nicht, aber es gibt halt hier schon diese Halterung und die muss jetzt auf diese Lager drauf. Das passiert hier jetzt als nächstes, erstmal nur auf der einen Seite montiert, weil jetzt kommt der Motor, der wird hier angebracht, kann man hier sehen. Da ist der Motor jetzt und auf der Gegenseite, hier kommt jetzt sozusagen auch wieder die Gegenrolle rein, weil
Um diese Rolle und den Motor läuft jetzt hier der Zahnriemen. Das ist halt das Teil, was dann später für den Antrieb verwendet wird. So eine ganz gängige Montagemethode haben wir hier jetzt nicht das letzte Mal bei diesem Drucker gesehen. Und dieser Zahnriemen ist dann, hier kann man das sehen, da kommt er an den Motor. Dann ist hier der Zahnriemen, der hier eben dann die Halterung für den Extruder antreibt. So, und jetzt wird der Extruder komplett fertig gemacht und dann gibt es hier ein ganz wichtiger Punkt dieser ganzen Anleitung, die Gummibärchen. Die kann man nämlich nach jedem dieser Bauschritte dann essen. So, nächster Schritt, die Z-Achse. Dafür kommt jetzt die Halterung wieder her und es werden unten die beiden Halterungen montiert. Und dann kommen die beiden Motoren, die eben für die Auf- und Abwärtsbewegung zuständig sind. Die werden jetzt hier unten in diesen Halterungen eingebaut. Und neben diese Motoren kommt dann genau hier diese Führstangen, auf denen dann tatsächlich die Achse später hoch und runter läuft, die X-Achse, und die werden jetzt hier auch angebracht. Und dann kann hier die ganze Halterung für den Extruder bereits montiert werden, links und rechts. Da muss man dann an den Gewindestangen von dem Motor hier so ein bisschen händisch erstmal drehen, weil das Ganze ist ja noch nicht elektrisch angeschlossen. Und damit diese Achse halbwegs gerade ist, auch schon jetzt in diesem, bei dieser Montage, gibt es hier dieses spezielle Bauteil, was nur diesen einen Zweck erfüllt, nämlich während der Montage eben die X-Achse zu halten. Als nächstes kommt jetzt der große Kabelbaum. Das ist hier, man sieht das hier, sehr viele Kabel, mit denen später der Extruder angesteuert wird. Und diese Kabel müssen jetzt eben an der Extruderhalterung schon mal angebracht werden. Das passiert hier. Die bauen wir jetzt hier an die Extruderhalterung ran. Und dann gibt es hier diese Zusatzplatine, die dann eben diese ganzen Signale nochmal aufbereitet und dann an die einzelnen Teile des Extruders weiterleitet. Das montieren wir jetzt hier alles an der Extruderhalterung. Und jetzt hat man eben diese Riesenmenge Kabel, die an die Hauptelektronik ran müssen, und damit das nicht in einem heillosen Durcheinander endet, gibt es da dann eben eine Montage, das mit einem speziellen Draht, das sieht man hier, das ist hier dieser gebogene und isolierte Draht, der jetzt auf der einen Seite an der Extruderhalterung angebracht wird. Hier hatte ich das schon gemacht, da sieht man den schon nach oben weglaufen. Und dann können die ganzen Kabel an diesem Draht lang geführt werden. Und damit die darin halten, kommt diese flexible Hülle außen drum rum. Und das ist eine sehr schöne Montageart, um eben diese Kabel einerseits flexibel, aber andererseits auch so sicher zu führen, dass sich da nicht irgendwann was verheddert. Und dieses Problem, weil sich das alles ja bewegt und deswegen so flexibel sein muss, hat man halt nicht nur bei diesen Kabeln für den Extruder, sondern auch bei den Kabeln für den Motor hier, für die X-Achse. Und da sieht man, dass hier passiert jetzt genau das Gleiche, auch wieder ein Draht und diese flexible Hülle außenrum. Und dann können die Kabel von Extruder und Motor hier zusammengeführt werden und werden dann gemeinsam in die Elektronikbox reingeführt. Das ist das, was hier passiert. Und damit waren wir damit auch durch. Und jetzt war die Frage, mittlerweile war es irgendwie so kurz vor 11, machen wir noch weiter oder nicht? Und dann haben wir uns überlegt, ja komm, einen Teil machen wir noch. Und was wir nicht wussten ist, was jetzt kommt, ist wohl so ziemlich der komplexeste Teil dieses gesamten Zusammenbaus, nämlich der Extruder. Das ist da, wo dann später das Filament rauskommt. Und das ist alles sehr filigran und sehr klein. Und es startet alles hier mit dieser Grundplatte, auf der das alles aufgebaut wird. Hier kommt der Lüfter drauf und dann hier diese Extruderteile. Und das ist halt alles sehr klein. Und an dieser Stelle habe ich mir jetzt hier meine Magnetplatte geholt, um diese ganzen kleinen Teile hier magnetisch festzuhalten, wenn ich die jetzt gleich da aufbaue. Und dann kommt hier eben die ganzen vielen kleinen Schräublein und Gewinde und was nicht alles. Und dann kommen eben diese Teile, die ich jetzt hier gerade so schön hingelegt habe. Das sind die Teile, aus denen sich dann das eigentliche Getriebe zusammensetzt, was dann später das Filament sozusagen nach oben von oben in diese Druckerdüse reindruckt, damit dann unten das geschmolzene Filament rauskommt. Und diesen Teil setzt man halt auch selber zusammen bei diesem Kit-Bausatz. Und das ist tatsächlich sehr filigran. Da muss man so ein Planetengetriebe zusammenbauen und sehr genau gucken. Ihr seht, dass ich hier teilweise sogar nochmal mir das Handy ranhole, um da nochmal exakter nachzulesen, was los ist. Und für diesen Zusammenbau gibt es hier auch wieder ein spezielles Werkzeug, damit man das eben
ganz gerade auf diesen, auf dieses, auf die Achse des Motors pressen kann, sodass sich da nichts verkantet oder womöglich verbiegt. Das wäre nämlich doof. So, und dann ist das alles hier montiert. Ihr seht das. Ich habe hier eben auch, da kann man das sehen, nochmal nachjustiert. Und dann muss auch dieses Getriebe natürlich wieder geschmiert werden mit dem Schmiermittel, was auch für die ganzen Lager und die Achsen zu verwenden ist. Gut, und dann hat man eben dieses Teil hier soweit montiert. Da hinten kann man ihn sehen, da ist er schon so halbwegs vorfertig. Oben ist auch jetzt diese Pruja MK4-Kappe drauf, die man dann auf diesen Druckern immer sieht. Dahinter verbirgt sich eben genau dieses Getriebe für das Filament. Dann kommt hier, glaube ich, das Hotend rein, also die eigentliche Druckdüse, über die dann später das Filament rausgepresst wird. Und dann wird dieser ganze Extruder, der jetzt hier so drei Viertel fertig ist, in diesen Drucker eingebaut. Das heißt, hier auf seine Halterung draufgeschraubt. Hier werden jetzt die ganzen Kabel schon mal reingesteckt, dass das alles miteinander verbunden ist. Und dann kommt hier noch ein zweiter Lüfter, das sieht man hier, da habe ich den gerade in der Hand. Das ist der Lüfter, der später dann das frisch ausgepresste Filament, was noch sehr heiß ist, anpustet, damit es schnell abkühlt, damit es formstabil bleibt und damit da nichts verläuft, nachdem der eigentliche Ausdruck fertig ist. So, und dann haben wir das auch montiert und jetzt kommt noch als letzter Punkt, ob der Zahnriemen für die X-Achse auch korrekt gespannt ist, ob der die richtige Spannung hat. Und dafür gibt es auf der Prusa-Webseite, das kann man hier sehen, ich muss hier nochmal gucken, wo sieht man das denn? Hier kann man das sehen, dass ich hier mit dieser Prusa-Webseite über das Mikrofon des Handys die Frequenz aufnehmen kann, mit der dieser Riemen vibriert, wenn man ihn so anzupft. Und dadurch kann man halt, wenn das im richtigen Frequenzbereich ist, kann man halt damit halt feststellen, dass der Riemen die korrekte Spannung hat. Ja, und dann hatten wir das auch fertig und dann war jetzt tatsächlich der Punkt, mittlerweile war es kurz vor 1 Uhr nachts, dass wir gesagt haben, okay, an dieser Stelle lassen wir es mal gut sein. Okay, wir halten fest. Von 17 Uhr bis 1 Uhr nachts sind 8 Stunden. Laut Anleitung sollte der Drucker jetzt eigentlich fertig sein, aber war er nicht. Macht aber nichts, Sorgfalt geht vor Geschwindigkeit. Aber weil auch dieses Video immer länger und länger wird, gibt's den Rest vom Zusammenbau in einem zweiten Teil, der entweder jetzt hier oben verlinkt ist oder nicht, weil er noch nicht erschienen ist. Insofern, bis dahin und danke fürs Zuschauen. Ich habe nicht aufgezeichnet. Wieso habe ich nicht aufgezeichnet?